Eine Frage, die auch immer wieder gestellt wird, ist, wie bestimmt man die Anfangsbedingungen und/oder die stationären Zustände beim Lösen der Differentialgleichung bei Ausgleichsvorgängen? Dieser Frage möchte ich mal in diesem Video nachgehen. Dazu überlegen wir uns erstmal so ein bisschen, was allgemein passiert an den reaktiven Bauelementen oder an den Speicherbauelementen, an einer Kapazität und an einer Induktivität. Und zwar können wir da auf die Bestimmungsgleichung oder die UI-Beziehung schauen und die lauten ja an der Kapazität, dass der Strom I von T sich ergibt aus C mal dU von T nach dT, also der zeitlichen Ableitung der Spannung und die Induktivität ist ja das duale Bauelement. Das heißt, anstatt der Spannung, anstatt des Stromes steht hier die Spannung, anstatt C steht L und dann haben wir hier die Ableitung des Stromes nach der Zeit. So, und jetzt kann man sich so ein bisschen überlegen, was passiert jeweils an diesen Bauelementen im Schaltmoment. Also genau dann, wenn man schaltet. Und da schauen wir einfach auf diese Gleichung und überlegen uns, okay, hier steht ja sowas wie die Ableitung der Spannung. Wenn die Spannung springt, dann würde diese Ableitung unendlich werden, dann würde der Strom unendlich werden. Das wäre nicht physikalisch. Also das heißt, die Spannung hier, die darf nicht springen. Die muss zumindest mal für irgendwie einen kurzen Moment konstant bleiben. Und das heißt, die Kapazität wirkt dann, wenn die Spannung konstant bleibt. Der Strom ist eigentlich beliebig, aber die Spannung darf nicht springen, die Spannung darf konstant bleiben. Wenn die Spannung erstmal konstant bleibt und der Strom beliebig ist, dann heißt das, die Kapazität wirkt wie eine Spannungsquelle. Zumindest für einen kurzen Moment wirkt die Kapazität wie eine Spannungsquelle. Und wenn die Spannung zum Beispiel 0 ist, dann könnte das auch sein, dass halt die Kapazität wie ein Kurzschluss wirkt. Ja, weil eben bei dem Kurzschluss wäre auch die Spannung eben präzise 0, der Strom wäre egal bei diesem Kurzschluss. So, und für die Induktivität haben wir genau das gleiche, bloß eben dual. Hier darf der Strom nicht springen, weil wenn der Strom springen würde, würde die Ableitung des Stromes hier oben unendlich werden, dann würde die Spannung unendlich werden. Das wäre nicht physikalisch. Das heißt, der Strom muss zumindest für einen kurzen Moment konstant bleiben. Die Spannung ist dann egal und das ist genau das Gleiche, was auch an einer Stromquelle passiert. Also das heißt, die Induktivität wirkt im Schaltmoment zumindest für eine kurze Zeit, wirkt die wie eine Stromquelle. Und wenn der Strom von dieser Stromquelle 0 ist, dann könnte die Induktivität auch genau wie ein Leerlauf wirken. Ja, weil beim Leerlauf ist eben der Strom 0 und die Spannung ist eigentlich erstmal egal, die dort anliegt. So, das ist das, was im Schaltmoment passiert. Und jetzt kann man sich noch überlegen, was eben passiert in diesem stationären Zustand. Also wenn wir einfach lange warten und alle Ausgleichsvorgänge abgeschlossen sind. Und wenn alle Ausgleichsvorgänge abgeschlossen sind, dann sind Spannung und Strom konstant. Das heißt, diese Ableitungen hier sind 0. Und wenn diese Ableitungen 0 sind, dann ist hier halt der Strom 0. Also das würde hier heißen, I von t ist gleich 0. Das wäre auch, also was heißt auch, das wäre dann eben genau ein Leerlauf. Ja, der Strom ist 0, die Spannung ist aber egal. Und hier würde das heißen, Strom ist konstant, die Ableitung des Stromes ist 0, das heißt, die Spannung ist 0, U von T gleich 0 und das würde eben einem Kurzschluss entsprechen. Also, im stationären Zustand, wenn wir lange genug warten, alle Ausgleichsvorgänge abgeschlossen sind, wirkt die Kapazität wie ein Leerlauf, die Induktivität wie ein Kurzschluss. Genau im Schaltmoment ist das andersrum, da wirkt die Kapazität wie ein Kurzschluss oder eben wie eine Spannungsquelle, wenn die vorher auf irgendeine Spannung aufgeladen war. Genauso wirkt die Induktivität wie ein Leerlauf oder eben wie eine Stromquelle, wenn die Induktivität vorher auf irgendeinen Strom aufgeladen war. So, und das Ganze kann man jetzt nochmal an ein paar Beispielen diskutieren. Dazu male ich mal eine Schaltung, die relativ einfach ist und also hier vorne soll ein Kurzschluss sein
und eben eine Spannungsquelle. Und dann haben wir hier so einen Schalter, der umschalten kann von der Klemme 1 auf die Klemme 2 zu irgendeiner bestimmten Zeit. Und hier angeschlossen ist jetzt erstmal im einfachsten Fall ein Widerstand und eine Kapazität. Der Widerstand heißt R, die Kapazität heißt C. Und dann fließt hier eben durch beide Elemente natürlich ein Strom I. Hier fällt eine Spannung UR drüber ab und hier fällt eine Spannung UC drüber ab. Und diese Quelle hier, die ist konstant und die hat die Quellspannung UQ. So, um dieses Beispiel soll es jetzt erstmal gehen. Und da kann man sich natürlich jetzt verschiedene Größen anschauen, nämlich so wie die hier bezeichnet sind, also diesen Strom, diese Spannung UR und diese Spannung UC. Und wir können uns erstmal sozusagen so ein Einschalten anschauen. Also genau das, wenn man jetzt diesen Schalter schließen würde. Ein Einschalten wäre sozusagen ein Umschalten von 1 auf 2. Und dann nehmen wir mal an, dass dieser Schalter eben lange Zeit hier oben war und dieser Kurzschluss da war. Und das heißt, also wir gucken uns das an vor dem Schalten. T minus 0 soll heißen, also im Zeitpunkt t gleich 0 legen wir diesen Schalter um und t minus 0 soll heißen, was war vor dem Schalten. So, und jetzt können wir gucken. Also vor dem Schalten, der Schalter war jetzt lange Zeit hier oben geschlossen. Alle Ausgleichsvorgänge sind abgeschlossen. Wenn alle Ausgleichsvorgänge abgeschlossen sind, dann haben wir diesen stationären Zustand. Das heißt, die Kapazität wirkt wie ein Leerlauf. Das heißt, der Strom muss 0 sein. So, wenn der Strom 0 ist, dann muss auch diese Spannung hier 0 sein, die Spannung UR. Und wenn diese Spannung 0 ist, hinten gibt es ja auch keine Spannung, dann sagt uns der Maschensatz, dass die Spannung UC auch 0 sein muss. Das ist der Zustand, wenn der Schalter lange geschlossen war, hier oben in der, in dieser Position, alle Ströme, alle Spannung 0. So, jetzt legen wir den Schalter um auf die Position 2 und gucken uns das an, was ist sozusagen kurz nach dem Umschalten. Und kurz nach dem Umschalten, die Spannung eben an der Kapazität hier, die darf nicht springen, das heißt, die muss immer noch 0 sein. Trotzdem muss jetzt diese Quellspannung irgendwo hin und das heißt, die Quellspannung geht auf diesen Widerstand hier. Der Widerstand, über dem Widerstand liegt jetzt zumindest für eine kurze Zeit die Spannung UQ an und wenn dann an diesem Widerstand diese Spannung anliegt, dann muss durch diesen Widerstand und damit auch durch die Kapazität ein Strom fließen und dieser Strom ist dann einfach UQ durch R. So, das ist das, was im Schaltmoment kurz nach Umlegen des Schalters passiert und jetzt kann man sich noch überlegen, was passiert, wenn wir jetzt einfach lange warten, der Schalter hier unten lange geschlossen ist, dann sind wieder alle Ausgleichsvorgänge abgeschlossen, wir haben wieder diesen stationären Zustand, das heißt, die Kapazität wirkt wieder wie ein Leerlauf, das heißt, dieser Strom hier muss wieder 0 sein. Wenn der Strom 0 ist, muss auch die Spannung über den Widerstand 0 sein und trotzdem muss ja diese Quellspannung noch irgendwo hin. Das heißt, diese Quellspannung liegt jetzt an der Kapazität an. Die Kapazität ist auf die Quellspannung aufgeladen. So, wenn man jetzt den Schalter, so eine Position 3 gibt es ja nicht, wenn man jetzt den Schalter im Prinzip einfach irgendwie aufmachen würde, aber nicht wieder auf diesen Kurzschluss legen würde, sondern ich mache mal hier noch so eine Klemme 3 hin. Wenn wir den jetzt auf 3 schalten würden und 3 wäre einfach ein Leerlauf gegenüber der Masse hier unten, dann würde natürlich könnte dann kein Strom fließen, dann würde der Kondensator einfach seine Spannung behalten. So, und jetzt könnte man sich eben genauso noch ein Ausschalten anschauen, wenn wir wieder von 2 auf 1 schalten, wenn wir von der Position hier unten wieder hochschalten auf den Kurzschluss. Dann ist natürlich das, was vor dem Umschalten passiert, genau dieser Zustand hier. Also T minus 0, das kann ich einfach das hier abschreiben. Und wenn man sich dann den Zustand T plus 0 anschaut, also jetzt sind wir wieder im Schaltmoment, kurz nach dem Umschalten, die Spannung über der Kapazität, die darf nicht springen. Das heißt, kurzzeitig wirkt diese Kapazität wie eine Spannungsquelle mit der Spannung UQ, auf die diese Kapazität vorher aufgeladen wurde. Und diese Spannung
Wenn wir jetzt hier hinten uns diese Masche angucken mit dem Kurzschluss, da muss diese Spannung natürlich umgedreht an diesem Widerstand anliegen. Also die Spannung an dem Widerstand ist dann genau minus UQ. Und wenn die Spannung über dem Widerstand minus UQ ist, dann fließt jetzt der Strom I auch genau andersrum. Also kurzzeitig im Schaltmoment fließt hier ein Strom, der eben minus UQ durch R groß ist. Also ein bisschen das gleiche wie hier, aber eben mit umgekehrten Vorzeichen. Und wenn man dann wieder lange wartet und der Schalter lange in der Position hier oben ist, auf diesem Kurzschluss, dann wirkt die Kapazität wieder wie ein Leerlauf. Das heißt, der Strom muss 0 sein. Wenn der Strom 0 ist, der Strom hier 0 ist, dann muss auch die Spannung über den Widerstand 0 sein. Hier hinten ist nur 0. Wenn hier 0 ist, muss diese Spannung auch 0 sein. Und dann landen wir eigentlich wieder genau in diesem Zustand hier vorne. Und dann könnte das wieder anfangen und dann könnte man wieder genau das gleiche machen wie vorher. So, das wäre jetzt für diese relativ einfache Schaltung. Jetzt lösche ich mal das hier weg. Und wir machen die Schaltung ein ganz bisschen komplizierter und nehmen noch einen zweiten Widerstand mit dazu, der hier zu dieser Kapazität parallel geschaltet ist. Und den nenne ich jetzt R2 und über dem fällt natürlich die gleiche Spannung UC ab. Aber wir haben jetzt hier noch einen zweiten Strom, nämlich einen Strom IR2 und einen Strom IC. Und damit wird diese Tabelle hier ein bisschen was komplizierter. Jetzt gucke ich mal, ob ich diese beiden Spannungen hier so ein bisschen runtergeschoben bekomme und den Strom hier noch ein bisschen hoch, damit da halt noch ein bisschen Platz ist für die anderen Ströme. Also I, ich nehme mal erstmal IC und IR2 und diese beiden Spannungen. So, und wir schauen uns erstmal wieder das Einschalten an. Das Einschalten aus diesem Zustand 1 in den Zustand 2. Und dann gibt's hier, kann man sich verschiedene Ausschaltvarianten überlegen, dass man wieder auf 1 zurückschaltet oder erstmal auf 3 schaltet. Auf jeden Fall schauen wir uns erstmal das Einschalten an. Und jetzt wäre wieder erstmal der Zustand zu betrachten, wo der Schalter lange auf der Position 1 war und diese zwei Rs, R1 und C und R2, lange Zeit hier an diesem Kurzschluss angeschlossen waren. Lange Zeit heißt wieder, wir haben stationären Zustand. Stationärer Zustand heißt, die Kapazität wirkt wie ein Leerlauf und der Strom für die Zeit t kleiner gleich 0 ist 0. So, aus Sicht der Kapazität sind dann dieser Widerstand und dieser Widerstand im Grunde parallel geschaltet, ja, weil die treffen sich ja hinten wieder. Und man könnte sich jetzt überlegen, dass eben diese Kapazität, diese beiden parallel geschalteten Widerstände, also hier muss der Strom 0 sein, na gut, da muss für diese Parallelschaltung der beiden Widerstände auch der Strom 0 sein. Weil warum sollte jetzt irgendwie durch den einen Widerstand ein Strom fließen und durch den anderen nicht? Das wäre total albern. Das heißt, diese beiden Ströme sind 0 und die Spannungen sind damit halt eben auch alle 0. So, das ist das, was vor dem Einschalten passiert. Jetzt legen wir den Schalter um und gucken uns an, was passiert kurz nach dem Einschalten. Und im Schaltmoment wirkt die Kapazität eben die ungeladene wieder wie ein Kurzschluss. Das heißt, die Kapazität schließt hier diesen Widerstand kurz und die Quellspannung treibt dann einen Strom, der hier fließt. Und da das ja hier unten Kurzschluss ist, muss die gesamte Quellspannung über diesen Widerstand abfallen. Also die Spannung UC darf nicht springen, die muss 0 bleiben. Irgendwo muss die Quellspannung hin, das heißt, die fällt dann über dem Widerstand R1 ab. UR1 ist dann genauso groß wie UQ. Der Widerstand R2 ist kurzgeschlossen, durch den fließt kein Strom. Aber der Strom, der hier fließt in diesem Widerstand, der ist eben UQ durch R1. Und das ist dann auch der Strom, der laut Knotensatz durch die Kapazität fließt. So, und wenn man jetzt lange wartet, t geht gegen unendlich, dann sind irgendwann alle Ausgleichsvorgänge abgeschlossen. Wir haben wieder so einen stationären Zustand erreicht. Das heißt, die Kapazität wirkt wie ein Leerlauf. Hier fließt kein Strom mehr lang, aber es kann eben noch Strom hier lang fließen. Und das heißt, der Strom, der dann fließt, der Gesamtstrom I,
Der ergibt sich eben aus UQ durch der Reinschaltung oder durch die Reinschaltung der beiden Widerstände. Der Strom IC ist 0 und damit ist der Strom IR2 eben genauso groß wie IR1, nämlich auch UQ durch die Summe der beiden Widerstände. Und die Spannung, die jetzt jeweils über den Widerstand R1 und über UC abfällt, ergibt sich anhand der Spannungsteilerregel und das sind hier R1 durch R1 plus R2 mal UQ und hier unten sind das eben R2 durch R1 plus R2 mal UQ. So, das wäre das, was beim Einschalten passiert. Jetzt kann man sich genau so ein Ausschalten anschauen und wir schauen uns mal ein Ausschalten an von 1, von 2 wieder nach 1. Also wir schalten von dieser 2 hier wieder hoch auf die 1. Und naja, also das, was dann eben vor dem Umschalten passiert, wäre wieder das, was wir hier hatten. Das spare ich mir jetzt mal abzuschreiben. Was spannend ist, ist das, was halt kurz nach dem Umschalten passiert. Und das wäre dann so, dass die Spannung über der Kapazität, und das nenne ich jetzt mal, um hier ein bisschen was zu sparen, an Schreibarbeit nenne ich mal Umax. Die darf natürlich nicht springen, also kriegen wir hier wieder die gleiche Spannung Umax. Die liegt jetzt hier an dieser Kapazität an. Und wenn jetzt hier das wieder auf diesen Kurzschluss geschlossen ist, dann sind eben die beiden Widerstände, wie vorhin schon besprochen, parallel geschaltet. Und das heißt, diese ja, Kapazität, die jetzt wie eine Spannungsquelle wirkt, ja, wie diese Spannungsquelle hier, die treibt jetzt einen Strom durch diesen Widerstand und die treibt einen Strom durch diesen Widerstand. Und das heißt, der Strom IR2 ergibt sich eben aus dieser Spannung Umax durch R2 und der Strom durch den Widerstand R1 ergibt sich auch aus Umax durch R1, aber mit einem Minus davor, weil diese Spannungsquelle hier jetzt den Strom natürlich in die andere Richtung treibt. Und der Strom IC ist dann minus Umax durch die Parallelschaltung von den beiden Widerständen, also R1 parallel R2. Das wäre die Bedingung kurz nach dem Schalten und dann ist eben die Spannung UR1, die ist genau minus Umax, weil das eben der Maschensatz so hergibt. Wenn wir unten Umax haben, dann muss hier minus Umax sein, damit die beide zusammen 0 ergeben und diesen Kurzschluss hier erfüllen. So, und wenn man dann lange genug wartet, dann erreichen wir halt bei T geht gegen unendlich. Das spare ich mir jetzt mal aufzuschreiben, dann erreichen wir natürlich wieder genau den Zustand hier vorne. Das wäre also der stationäre Zustand, der hier lange nach dem Schalten erreicht wird, ist wieder genau der gleiche wieder vorne. So, ein bisschen spannender ist halt noch, wenn man von 2 zu 3 schaltet. Also wir haben jetzt die Kapazität hier vorher aufgeladen auf diese Spannung Umax. Und jetzt wird der Schalter nicht hier hochgelegt, sodass dieser Kurzschluss entsteht, sondern so, dass das hier einfach offen bleibt. So, wenn das offen ist, dann muss natürlich der Strom I hier 0 sein. Also der muss 0 sein. Nichtsdestotrotz darf halt die Spannung an der Kapazität nicht springen. Das heißt, das UC, das muss immer noch Umax sein. Und das ist ja auch die Spannung, die dann hier an dem Widerstand anliegt. Und das heißt, der Strom, der dann durch den Widerstand R2 fließt, das ist immer noch Umax durch R2. Dann die Spannung über den Widerstand R1. Wenn der Strom I 0 ist, ist auch diese Spannung 0. Und dann ist der Strom, der durch die Kapazität fließt, ist eben genauso groß wie der Strom IR2, nur halt mit einem Minus davor wegen der Richtung, also Umax durch R2. So, und das wäre das, was für T plus 0 kurz nach dem Schaltmoment für dieses Ausschalten von der Klemme 2 zu der Klemme 3 passiert. Dann fließt eben nur ein Strom hier in dieser Masche. Und es fließt kein Strom hier vorne lang, weil der kann ja nicht, hier ist ja offen. So, das wäre also was für diese Schaltung passiert. Jetzt machen wir die Schaltung mal noch ein bisschen komplizierter und machen erstmal diese Tabelle hier wieder weg und schauen wir mal, ob hier noch sozusagen genügend Platz ist, das hier alles hinzuschreiben. Also das erstmal alles wieder weg.
Und die Schaltung jetzt in der Hinsicht noch ein bisschen komplizierter, als dass hier noch eine zusätzliche Kapazität mit dazu kommt. Die quetsche ich mal hier noch dazwischen. Das wird also C1, das wird die Kapazität C2. Dann nenne ich mal diese Spannung hier U2 und diesen Strom IC2. Und dann kommt eben noch eine Spannung UC1 dazu. Also den Strom I1 haben wir immer noch. Jetzt brauchen wir halt IC2 und IR2 und wir haben eine Spannung UR1 und eine Spannung UC1 und eine Spannung UC2. So, und schauen uns wieder so ein Einschalten an von der Klemme 1 auf die Klemme 2 und sagen wieder, die Klemme, also soll der Schalter so lange Zeit auf der Position 1 gewesen sein. Lange Zeit soll diese Schaltung kurz geschlossen gewesen sein. Wenn die Schaltung lange Zeit kurz geschlossen war und alle Ausgleichsvorgänge abgeschlossen sind, dann wirken die Kapazitäten wieder wie ein Leerlauf. Das heißt, dieser Strom hier muss 0 sein und dieser Strom hier, der muss auch 0 sein. Wenn diese beiden Ströme 0 sind, muss laut Knotensatz auch der Strom IR2 0 sein. Wenn der Strom IR2 0 ist, dann muss auch die Spannung U2 0 sein oder UC2. Ich glaube, ich habe jetzt hier nur U2 genannt. Also muss die Spannung U2 0 sein. Wenn der Strom hier oben 0 ist, muss auch die Spannung UR1 0 sein. Und dann müssen laut Maschensatz muss auch die Spannung UC1 0 sein, um diesen Maschensatz zu erfüllen. Das ist das, was vor dem Einschalten gilt, wenn dieser Schalter lange Zeit hier oben geschlossen war und die Schaltung kurz geschlossen war. So, jetzt legen wir diesen Schalter um von der Klemme 1 auf die Klemme 2. Jetzt liegt auf einmal diese Quellspannung UQ hier an. Jetzt sagen uns aber die Regeln hier, die Spannung an der Kapazität darf nicht springen. Kurzzeitig wirkt die ungeladene Kapazität wie ein Kurzschluss. Und das heißt, die Spannung U2 darf sich nicht ändern und die Spannung UC1 darf sich auch nicht ändern. So, wenn die Spannung UC2 0 ist, dann fließt auch kein Strom durch diesen Widerstand hier. Das ist jetzt auch wieder so, ne? Die Kapazität wirkt im Schaltmoment wie ein Kurzschluss, die schließt diesen Widerstand kurz. Also IR2 ist auch erstmal 0. Aber die Quellspannung hier, die muss irgendwo hin, die fällt jetzt komplett über diesen Widerstand UR1 ab. Also hier haben wir die Quellspannung UQ und daraus ergibt sich natürlich dann ein Strom, der durch diesen Widerstand hier fließt, der ist UQ durch R1 und das ist dann auch UQ durch R1, der Strom, der durch die Kapazität hier fließt, die wie ein Kurzschluss wirkt. So, das ist die Anfangsbedingung und der stationäre Zustand, wenn wir jetzt einfach lange warten und die Zeit gegen unendlich geht. Dann sind wieder alle Ausgleichsvorgänge abgeschlossen, alle Ableitungen sind 0, die Kapazitäten wirken wie ein Leerlauf. Das heißt, wenn die hier wie ein Leerlauf wirkt, muss dieser Strom 0 sein. Wenn die hier unten wie ein Leerlauf wirkt, dann muss dieser Strom auch 0 sein, IC2. Wenn jetzt diese beiden Ströme wieder 0 sind, dann muss auch der Strom IR2 0 sein. Wenn der Strom hier 0 ist, dann muss auch die Spannung über diesen Widerstand 0 sein. Ja, und dann muss aber trotzdem irgendwie die Quellspannung hier irgendwo hin, die liegt ja immer noch an. Und das Einzige, was jetzt noch für die Quellspannung überbleibt, also der Strom hier oben, der ist ja 0, das heißt, die Spannung UR1 muss auch 0 sein. Die einzige Stelle, wo die Quellspannung jetzt noch anliegen kann, ist der Kondensator UC1. Der ist dann auf die Quellspannung UQ aufgeladen. Am Ende lange Zeit nach Schließen des Schalters und lange Zeit nach Abwarten des Einschaltens oder des Aufladens. So, und genauso können wir uns jetzt auch noch mal ein Ausschalten anschauen. Ein Ausschalten von 2 nach 1. Ein Ausschalten hier auf 3 ist jetzt wieder nicht so wahnsinnig sinnvoll, weil wir haben ja gesehen, hier unten ist gar keine Ladung. Der einzige Kondensator, der jetzt hier geladen ist, wäre der hier oben. Wenn man das jetzt auf so einen Leerlauf schaltet, naja, dann bleibt der einfach geladen. Da passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel. Bei so einem Leerlauf kann jetzt hier kein Strom fließen. Also der Kondensator würde einfach auf ewig seine Ladung behalten. Deswegen ist das jetzt bei der Aufgabe spannender. Wir schließen das jetzt hier wieder auf die 1 zurück und schließen das wieder kurz.
So, dann wäre eben der Zustand vor dem Umschalten wäre genau der, den wir hier erreicht haben. Den spare ich mir jetzt mal abzuschreiben. Der spannende Zustand wäre der, wenn der, also kurz nach dem Umschaltmoment. So, dann sagen uns wieder die Regeln, die Kapazitäten wirken kurzzeitig wie Spannungsquellen, an denen muss die Spannung konstant bleiben. Das heißt, hier darf die Spannung nicht springen, hier darf die Spannung nicht springen. Wenn hier die Spannung 0 ist, dann ist hier auch erstmal der Strom 0 an dieser Stelle. Also das IR2 ist 0, das sagt das Ohmsche Gesetz an diesem Widerstand. So, und diese Spannung, die muss ja jetzt irgendwo hin. Wo geht die hin? Hier unten kann sie nicht sein. Hier ist ja die Spannung 0. Also das heißt, die muss auf diesen Widerstand gehen, über diesen Widerstand abfallen. Das heißt, die Spannung UR1, die ist jetzt kurzzeitig minus UQ, ja, sodass eben das UQ hier und das minus UQ hier und die Spannung 0 hier zusammen 0 ergeben über diesen Kurzschluss. Und wenn wir jetzt über dem Widerstand R1 eine Spannung minus UQ haben, dann fließt durch den auch ein Strom minus UQ durch R1. Und wo fließt dieser Strom dann weiter? Der fließt über den Kurzschluss hier und fließt dann über die Kapazität, über die zweite, die wie ein Kurzschluss fließt, auch in die entgegengesetzte Richtung. Deswegen haben wir da auch minus UQ durch R1. So, das ist das, was sich kurz nach dem Ausschalten ergibt. Und wenn man jetzt einfach wieder lange wartet und das T gegen unendlich geht, dann erreichen wir natürlich wieder genau den gleichen Zustand, den wir hier vorher hatten. Also die Kapazitäten wirken wie ein Leerlauf, der Strom da oben und der Strom IC2 müssen 0 sein, da muss natürlich auch der Strom hier wieder 0 sein und dann sind diese ganzen Spannungen auch wieder 0. Das ist das, was für diese dann jetzt doch schon relativ komplizierte Schaltung mit so ein bisschen Überlegung eben als Anfangsbedingung und als stationärer Zustand für die Lösung der Differentialgleichung für den Ausgleichsvorgang sich ergibt, wenn man hier an diesem Schalter rumschaltet. So, und nur als relativ einfaches Beispiel möchte ich jetzt das Ganze nochmal an der Induktivität kurz erklären, weil bis jetzt haben wir ja nur Kapazitäten uns angeschaut. Also hier wieder ein bisschen Platz schaffen und diese Schaltung mal hier jetzt ein bisschen vereinfachen und löschen. Ich nehme mal alles hier weg und zeichne einen Widerstand hin und eine Induktivität. Das ist immer noch die Quellspannung UQ. Jetzt fließt hier immer noch ein Strom I über den Widerstand R, fällt eine Spannung UR ab, über der Induktivität fällt eine Spannung UL ab. Und wir nehmen mal wieder an, dass das hier an der Position 1 zum Zeitpunkt T gleich 0 der Schalter von 1 auf 2 umgeschaltet wird. Das wäre wieder ein Einschalten von der Klemme 1 auf die Klemme 2 und wir gucken uns den Strom an, die Spannung UR und die Spannung UL. So, wenn der Schalter lange Zeit hier oben war und wir sozusagen lange Zeit gewartet haben, alle Ausgleichsvorgänge abgeschlossen sind, dann wirkt die Induktivität wie ein Kurzschluss. Das heißt, die Spannung UL ist 0. So, wenn hier unten eine Spannung 0 ist, hier hinten ist auch eine Spannung 0, dann muss die Spannung UR auch 0 sein. Wenn die Spannung UR 0 ist, sagt uns das Ohmsche Gesetz an den Widerstand, dann muss der Strom, der durch den Widerstand durchfließt, auch 0 sein. Also alle Größen sind wieder 0. So, jetzt legen wir den Schalter um und gucken uns kurz nach dem Umschalten an, was da passiert. Im Schaltmoment darf der Strom an der Induktivität nicht springen. Das heißt, der Strom hier in der Masche, der muss erstmal kurzzeitig konstant bleiben. Wenn jetzt der Strom kurzzeitig konstant 0 bleibt, dann muss auch die Spannung über den Widerstand laut Ohmschen Gesetz 0 bleiben. Irgendwo muss jetzt aber die Quellspannung UQ hin, die fällt jetzt über der Induktivität ab. Also hier haben wir jetzt dann die Spannung UQ. Und wenn wir jetzt einfach lange warten und die Zeit gegen unendlich geht, dann wirkt die Induktivität wie ein Kurzschluss. Das heißt, die Spannung über der Induktivität ist 0, weil ja der Strom konstant ist, die Ableitung des Stromes 0 ist.
Jetzt muss aber die Quellspannung immer noch irgendwo hin. Das heißt, die Quellspannung fällt über diesen Widerstand ab. Der Spannungsabfall über den Widerstand entspricht UQ. Und damit fließt durch den Widerstand ein Strom laut Ohmschen Gesetz UQ durch R. Das ist das, was sich für das Einschalten ergibt. So, und genauso kann man sich jetzt nochmal ein Ausschalten anschauen. Ein Ausschalten von der Klemme 1, von der Klemme 2 auf die Klemme 1. Das jetzt auf diese Klemme 3 zu schalten, ist auch nicht sonderlich sinnvoll, weil die Induktivität hier, die will ja diesen Strom unbedingt weiter treiben. Der Strom darf ja nicht springen. Wir haben ja jetzt einen Strom und wenn wir jetzt diesen Schalter einfach so umlegen, dass hier kein Strom mehr fließen kann, dann ist das so in dieser Schaltung physikalisch nicht sinnvoll. Wenn man das tatsächlich mit einem realen Schalter machen würde, dann würde diese Induktivität hier einfach über dem Schalter, über diesem Leerlauf eine super hohe Spannung induzieren. Irgendwann würde sich ein Lichtbogen bilden und es würde sozusagen zu einem Spannungsüberschlag, zu einem Durchschlag kommen und dieser Lichtbogen würde dann die Energie verbrennen, die hier in der Induktivität drin steckt. Also das macht für uns keinen Sinn. Wir müssen das hier wieder auf die 1 schalten und das sozusagen kurz schließen. So, und naja, also das... Der Zustand vor dem Umschalten entspricht wieder diesem hier. Der ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, den nochmal abzuschreiben. Also schauen wir uns das wieder an, was kurz nach dem Umschalten passiert. Der Strom durch die Induktivität darf nicht springen. Das heißt, die Induktivität wirkt wie eine Stromquelle. Die will diesen Strom hier weiter treiben. Der Strom muss weiter fließen. So, und wenn dieser Strom hier weiter fließt, dann... gibt es natürlich auch weiterhin diese Spannung hier über diesen Widerstand. Also die Spannung hier bleibt bei UQ, aber hinten ist jetzt ein Kurzschluss und irgendwo muss diese Spannung UQ hin und die fällt dann eben umgekehrt über der Induktivität ab. Also die Spannung an der Induktivität ist dann minus UQ am Anfang des Schalterumlegens. Ja, und jetzt liegt halt an der Induktivität eine Spannung an, die umgekehrt ist und die macht dann, dass der Strom hier oben abnimmt laut dieser Gleichung. Wenn die Spannung negativ ist, dann muss die Ableitung des Stromes negativ sein, der Strom nimmt ab. Und das heißt, wenn wir jetzt nach dem Ausschalten hier lange warten, dann wirkt die Induktivität irgendwann wieder wie ein Kurzschluss. Und wenn die Induktivität wie ein Kurzschluss wirkt, dann ist die Spannung 0. Wenn die Spannung hier 0 ist und die Spannung hier hinten 0 ist an dem Kurzschluss, muss auch die Spannung über den Widerstand 0 sein. Und wenn die Spannung über den Widerstand 0 ist, muss auch der Strom 0 sein. Und wir landen eben auch wieder in diesem Zustand, mit dem wir eigentlich angefangen haben. So, und damit ist für einfache Schaltungen und für auch ein bisschen kompliziertere Schaltungen erklärt, wie man mit so ein bisschen Überlegen und mit diesen Grundformeln, die sich für die Kapazität und für die Induktivität durch die Überlegung ergeben, was passiert halt im Schaltmoment, was passiert im stationären Zustand. Mit dieser Methode kann man eigentlich für alle möglichen Schaltungen sich diese Anfangsbedingungen und die stationären Zustände zur Lösung der Differentialgleichung bei Ausgleichs- oder Schaltvorgängen überlegen.